Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu dem ersten Planet Zoo Video zum neuen DLC, dem South America Pack. Und in diesem Video möchte ich euch mal alle neuen Bauteile vorstellen, die durch das DLC in das Spiel kommen. Und damit möchte ich jetzt auch direkt mit euch anfangen, denn wir haben echt viele Teile vor uns und ich möchte das Ganze möglichst kurz für euch halten. Als allererstes haben wir hier so ein Bambus-Wendeset in verschiedenen Größen und Formen. Ist, denke ich mal, sehr praktisch, wenn man so Barrieren bauen will oder Gebäude oder Geländer oder sowas. Die sind halt einfach so schmal wie eine Mauer und auch noch relativ eckig. Also die sind nicht wirklich abgerundet. Ist, glaube ich, sehr, sehr praktisch zum Häuserbauen. Das Ganze gibt es hier auch nochmal in Grün. Finde ich auch sehr cool. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man sowas auch gut in so einem Asia-Bereich oder sowas machen könnte. Passt bestimmt auch. Ja, ich denke schon. Passend dazu haben wir auch in Grün und in diesen Bambusfarben verschiedene Stämme in verschiedenen Größen, verschiedene Längen und verschiedene Breiten. Das ist, glaube ich, 1 Meter, 2 Meter, 4 Meter, 8 Meter. Und das gibt es dann ja in zwei verschiedenen Farben und zwei verschiedenen Dicken. Finde ich immer praktisch, wenn es sowas in verschiedenen Dicken und verschiedenen Längen gibt. Damit kann man nämlich dann gute Hängebrücken zum Beispiel bauen oder andere Sachen. Sehr coole Teile. Und als nächstes haben wir eine ganze Palette von Bambuswänden, um Häuser zu bauen. Also diese ganzen Formen und so, die kennt ihr schon. Ich gehe jetzt hier einfach einmal schnell durch. Gibt es dann auch so Böden und Decken und Torbögen. Das kennt ihr alles schon. Hier sogar so abgerundete. Das sind halt alles so die Standardsachen, um damit vernünftige Gebäude zu bauen. Sind übrigens alles Sachen, die in so einem Raster einrasten. Das kennt ihr ja sicherlich auch, dieses gelbe Raster. Also ist alles wie gehabt, wie die Sachen, die wir schon kennen, nur halt in Bambus. Finde ich auch. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Oh, shit. Moment. So. Nur halt im Bambus. Als nächstes haben wir hier Holz, Säulen, würde ich fast sagen. Das sind eckige Holzsäulen. Auch in verschiedenen Längen, wie ihr seht, und zwei verschiedenen Farben. Das ist einmal so, ja, Bordeauxrot und so ein Türkisblau. Ist das Bordeauxrot? Ich habe keine Ahnung. Ist auf jeden Fall eine coole Farbe für Holz. Das Ganze auch in verschiedenen Längen wieder. Ich glaube wieder 1, 2, 4 und 8 Meter. Was sehr praktisch ist. Und auch verschiedene Dicken. Also der hier ist so ein bisschen nicht viereckig, sondern so rechteckig. Und normale Dicke, würde ich sagen. Der hier ist auch rechteckig, aber relativ schmal. Das gibt es auch in beiden Farben. Und dann haben wir hier noch einmal etwas breiter. Und das ist dann auch viereckig. Finde ich super praktisch, wenn man sowas hat. Damit kann man dann auch sehr coole Gebäude bauen oder Säulen oder Zäune und so weiter. Ich finde auch die Farben cool. Die gefallen mir sehr gut. Als nächstes haben wir hier ein Palmenrieddach-Set. Ganz viele verschiedene Formen, um schöne, verschiedene, interessante Dächer zu bauen. Die Formen, die sind, glaube ich, teilweise auch neu. Die hier finde ich sehr cool, muss ich sagen. Die haben nämlich sogar noch so einen kleinen Stützbalken hier aus Bambus. Finde ich sehr cool. Also so ein paar neue, interessante Teile sind da schon bei. Ich glaube, die hier sind auch neu, diese spitz zulaufenden. Bin ich mir aber gerade nicht sicher. Man hat die dann auch immer in verschiedenen Winkeln und sowas. Das ist sehr praktisch. Damit kann man dann sehr interessante und spannende Dächer bauen. Ist auf jeden Fall ein cooles Set. Ich weiß gar nicht, wie viele Teile es sind. Ihr könnt gerne nachzählen und pausieren. Aber es sind auf jeden Fall einige. Als nächstes haben wir hier nochmal ein Set von Seilrollen. Auch in verschiedenen Größen und Formen. Und falls ihr gerade nichts damit anfangen könnt, ich habe mal ein Beispiel hier hinter platziert, wo die für gedacht sind. Nämlich, die sind dafür gedacht, dass man die in zum Beispiel so einen Bambusstamm platziert. Und dann sieht das aus, als wenn das Seil einmal um den Bambusstamm herumgebunden ist. Finde ich sehr praktisch. Wenn man jetzt zum Beispiel noch eine zweite Bambusstange hätte, dann wird es wirklich so aussehen, als wenn die miteinander durch dieses Seil verbunden und verknotet sind. Finde ich auf jeden Fall cool. Gibt es ja auch für alle dicken Formen und Größen, die man braucht. Mal kleiner, mal größerer Durchmesser, mal kleinerer Durchmesser. Ist sehr praktisch. Gibt es auch in eckig, wenn man dann zum Beispiel solche Holzbalken benutzt, wie diese Bordeauxroten, die ich euch vorhin gezeigt hatte. Da kann man dann diese eckigen Seilrollen für nehmen. Und dann kommen wir schon zu den Effekten bzw. Düsen von dem neuen DLC. Und das sind insgesamt 6 Stück. Diese sind alle dazu da, um einen Wasserfall zu bauen. Und der einzige Unterschied ist, glaube ich, dass das Spritzen und Plätschern ein bisschen anders aussieht und das Wasser ein bisschen eine andere Farbe hat. Die Düse heißt zum Beispiel auch Wasserfall Mitte trüb. Also es ist einfach trüberes Wasser, was nicht ganz so klar ist. Finde ich aber ganz cool. Dann kann man auch mal Wasserfälle bauen, die sich so ein bisschen unterscheiden. Weil bis jetzt sahen Wasserfälle ja immer relativ gleich aus. Und ich finde ja Wasserfälle mega toll. Ich finde auch, das Plätschern sieht ein bisschen das aus. Also so, ich glaube, das ist ganz cool.
Müsste man mal dann richtig ausprobieren, wie es aussieht, wenn man so einen richtigen Wasserfall baut. Aber das werden wir wahrscheinlich morgen dann im Livestream oder sowas machen. Ist aber ganz cool. Das ist hier Wasserfall Mitte, die beiden. Das ist Wasserfall oben. Und das hier ist Wasserfall unten. Also alles wie gehabt. Als nächstes haben wir dann wunderschöne Deko-Elemente. Unter anderem diese tolle Jaguar-Statue. Auch eine ganz tolle Farbe und Lackierung. Gefällt mir richtig gut. Und dann eins meiner Highlights oder was ich am coolsten mitfinde, das goldene Lama. Finde ich mega. Richtig coole Statue. Und das sieht auch echt toll aus, weil das so schön glänzt. Und dann kommt direkt das nächste Highlight, nämlich diese tollen Totemköpfe. Die finde ich auch richtig cool. Die haben eine tolle Form. Und die kann man sicherlich auch gut einbauen als Säulen, Stützen oder einfach als Deko bei solchen Tempeln. Finde ich mega, mega cool. Und die gibt es auch in zwei verschiedenen Größen. Ich finde auch den Blick richtig cool. Dann haben wir hier so eine Fackel. Sieht auch sehr schön aus. Sehr schön dekoriert hier mit ganz viel Liebe zum Detail. Und natürlich brennendes Feuer ist immer schön in so einem Tempel. Und dann kommen wir schon zu ganz vielen Bildern. Hier haben wir mal den Frosch, das Lama, den Jaguar, den Ameisenbär und das Kapuzineräffchen. Oh, und nochmal das Lama. Oh, das Äffchen hat sogar so eine Mütze oder sowas auf hier. Das ist ja süß. Wie der Affe von Aladdin. So, und das hier sind tatsächlich Schilder. Ich habe hier sogar schon mal testweise was draufgeschrieben. Das können wir hier auch nochmal gerne machen. Dann die zwei. Und dann seht ihr, dort ist es senkrecht geschrieben, nicht horizontal. Hier horizontal, hier senkrecht. Finde ich sehr cool. Die haben auch eine sehr schöne Optik, die Schilder. Unter anderem hier oben noch so dieser coole Lama-Kopf. So, hier kommen dann nochmal Dekoschilder, jede Menge. Die kann man, denke ich mal, auch sehr gut verwenden, wenn man zum Beispiel einen Zooeingang baut oder sich so ein eigenes Logo oder sowas bauen will für sein Zoo. Dafür sind die wirklich super. Ganz viele Blätter, Ranken, Blüten. Hier der Frosch, nochmal solche, ja, Schilf würde ich fast sagen. Hier zweimal der Kapuzineraffe. Sieht auch cool aus. Ich finde das cool, dass der Schweif hier hinten so schön lang geschwungen ist. Ich glaube, das sieht richtig cool aus, wenn man das schön kombiniert, zum Beispiel mit diesem Holzbalken hier, wenn dann der Schweif hier unten noch so übersteht. Mega cool. Das sind nochmal solche Ranken. Und hier ist nochmal so ein Aztekentempel. Und das hier ist, glaube ich, für Shops, wenn man das da so vorplatziert. Oder ein Fensterrahmen, kann auch sein. Wir können ja mal gucken. Ladenartika. Okay, das ist wirklich für Shops. Da kann man dann hier das Shopfenster sozusagen haben. Und das ist einfach so eine kleine Deko. Richtig cool. Hier haben wir nochmal so ein Aufstell- oder so ein Ständer-Ding. Ich könnte mir vorstellen, dass das ist für diese Bildschirme, die man vor das Gehege platziert, wo man dann lesen kann, was für ein Tier da drin ist und ein paar Informationen bekommt. Sieht auch mega schön aus hier. Richtig tolles Artwork mit dem Vogel hier. Ich weiß gar nicht, was für ein Vogel das ist. Und nochmal hier das kleine Äffchen. Niedlich. Cool. Und hier unten haben wir nochmal eine Reihe mit zwei Türen. Und das hier sind, glaube ich, Fenster. Ja. Hier ist nochmal eine schöne Fackel. Die ist auch sehr cool. Dann hier diese coolen Schmetterlinge, die haben wir ja schon gesehen in dem ein oder anderen Video zum DLC. Hier ist nochmal das Bild, was wir vorhin gesehen haben, als einzelnes. Das kann man dann so platzieren. Ich weiß gar nicht, ist das hier ein zusammengebautes Teil? Ach, das ist ein Ladenvordach. Ah, lol, okay. Vergesst, was ich gesagt habe, Leute. Das kommt nicht so hin, aber so könnte man es auch benutzen, ne? Dass hier so ein Bildschirm hinkommt. Das kommt so über den Laden rüber, damit die Mitarbeiter sonnengeschützt sind und die Gäste, die da hingehen. Auch sehr cool. So, was haben wir hier? Das ist auch nochmal mit so Palmenblättern, ne? Ach, das ist ein Zaun. Okay, interessant. Sieht auch cool aus. So, das ist nochmal für so einen Laden, so ein Fenster, was man davor machen kann mit ein bisschen Deko. Sieht auch sehr cool aus mit den Augen hier. Was sind denn das für Tiere? Sind das etwa Äffchen? Jaguar? Ich weiß es nicht. Irgendwelche Tierchen gucken auf jeden Fall heimlich aus dem Dschungel. Auch wieder so ein Ladenartika, auch cool. Hier einfach aus Bambus, so ein paar Rahmen für Fenster. Allgemein hier ein paar Fensterrahmen. Ist das hier ein Schild oder auch Fenster? Ne, das ist auch eine Fensterscheibe. Okay. Auch cool. Sind auf jeden Fall coole, coole Sachen. Das sind jetzt die neuen Steine, mit denen man diese coolen Aztekentempelruinen bauen kann. Ich muss echt sagen, dass ich sehr positiv überrascht bin, dass hier teilweise so große Teile bei sind. Dadurch wird es relativ einfach, schicke Ruinen zu bauen mit möglichst wenig Teilen. Und die sehen auch echt cool aus, wenn ihr mal schaut. Sind echt coole Teile hier vorne. Wenn ich jetzt mal so ein bisschen weggehe, dann sieht das hier schon fast so aus, als wenn man hier eine Ruine gebaut hat, obwohl ich nur die Teile nebeneinander platziert habe. Die sind halt wirklich sehr, sehr praktisch. Und die sehen auch echt gut aus. Alle so ein bisschen verschoben
Und ich glaube, wenn man hier noch so ein bisschen Efeu oder Ranken oder sowas ranmacht, dann sieht das schon aus wie eine richtig coole Ruine. Im Hintergrund seht ihr dann natürlich auch nochmal in der gleichen Farbe passende Steine, mit denen man dann nochmal ein bisschen Detailarbeit machen kann. Auch sehr cool. Die gibt es auch nochmal in so einem dunklen Rot. Sehr, sehr praktische Teile. Und hier haben wir nochmal so ein kleines Deko-Set mit ein bisschen ja, so Steinshaufen und Ruinteilen. Damit kann man das Ganze dann auch nochmal ein bisschen ausschmücken. Dann hier diese goldenen Deko-Teile finde ich auch mega cool. So einen edlen Tempel sind die, glaube ich, sehr gut geeignet. Gibt es natürlich auch nochmal in Rot und in Weiß, wie ihr seht. Hier gibt es auch nochmal so riesige Platten mit so schönen Verzierungen. In Rot, Golden und auch in diesem Grau-Weiß. Passend dazu gibt es wieder so ein Bauset in zwei verschiedenen Farben. Einmal in diesem Grau-Weiß und in diesem Rot. Ja, mit allen möglichen verschiedenen Wänden und Formen, damit man hier auch vernünftige Gebäude bauen kann. Halt ähnlich wie das, was ich euch vorhin schon gezeigt habe mit dem Bambus. Finde ich mega cool. Ganz viele Torbögen, ganz viele verschiedene Mauern. Auch abgerundet und ja, eigentlich alle Formen, die man so braucht, um ein Gebäude zu bauen. Jetzt kommen wir zu den neuen Pflanzen. Und da wird es tatsächlich ein bisschen interessant. Es kann gut sein, dass ich euch gleich nicht alles zeigen werde, weil ich hatte das Problem, wenn man hier, ich mach's mal nochmal weg, nach Inhaltspaket ordnet und dann Südamerika-Paket auswählt, sollte hier eigentlich alles vorhanden sein, was neu durch das Südamerika-Paket reinkommt. Allerdings ist die Liste sehr kurz, wie ihr seht. Also es ist nicht viel. Das sind im Prinzip diese Sachen hier, die wir jetzt hier unten seht. Aber das sind bei weitem noch nicht alle. Ich könnte mir vorstellen, dass teilweise einfach Sachen auch ohne das Inhaltspaket in das Spiel kommen und deswegen dort nicht gelistet sind. Oder die wurden einfach vergessen zu listen. Aber kommen wir gleich nochmal genauer zu. Ich zeige euch erstmal die, die jetzt gelistet waren. Das sind einmal hier diese drei coolen Bäume. Finde ich mega nice. Was sind denn das für Bäume überhaupt? Wir haben sehr schöne Blätter und sehr schöne Stämme. Ein Ameisenbaum, okay. Sehr cool sehen die aus. Hier haben wir nochmal einige Blumen. Zu den Blumen kommen wir gleich auch nochmal. Da gibt es nämlich noch weitere Blumen. Die habe ich wahrscheinlich jetzt nicht gefunden. Weil, wie gesagt, das sind jetzt auch erstmal nur die gelisteten Sachen. Hier sind so neue Ranken. Die finde ich auch sehr cool. Die sind so grau-weiß. Und den Baumstamm finde ich auch mega cool. Richtig cool geschwungen. Auch so schön bemoost und mit Ranken versehen und alles. Der sieht schon sehr interessant aus. Und hier haben wir nochmal drei riesengroße Bäume. Das sind Paranussbaum. Okay. Auch cool. Ja, ich habe euch ja gesagt, es sind nicht alle Sachen gelistet. Ich habe aber die Sachen, die mir aufgefallen sind, wo ich dachte, die sind neu, die habe ich einfach mal hier platziert. Da haben wir unter anderem diese bemoosten Felsen. Einmal komplett bemoost und einmal nur oben bemoost. Ich habe da jetzt auch nicht alle platziert. Die verschiedenen Felsformen kennt ihr ja alle. Die gibt es auf jeden Fall wieder in allen Formen, die man aus dem Spiel ja schon kennt. Dann halt nur mit diesen neuen Farben und der Bemoosung. Ich glaube, die sind auch für alle Spieler verfügbar. Bin ich mir aber nicht sicher. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Und dann habe ich hier noch einige Ranken gefunden. Die hier fand ich sehr komisch, muss ich sagen. Die sind so komplett dunkel. Sehen schon fast schwarz aus. Sind aber, glaube ich, auch neu. Und hier diese Wurzeln habe ich auch noch gefunden. Die gab es, glaube ich, vorher auch noch nicht. Finde ich auch mega cool. Die sind richtig nice. Gibt es auch in verschiedenen Formen und Farben. Die hier ist auch sehr interessant. Die ist, glaube ich, so für Baumstämme. Mega. Und hier vorne habe ich tatsächlich auch noch ein paar Sachen gefunden, die waren auch nicht gelistet. Das sind hier diese Spielzeuge und Beschäftigungsmöglichkeiten für die Gehege von den Tieren. Das ist so ein Reifen, den habe ich vorher auch noch nicht gesehen. Der Ball ist, glaube ich, auch neu. Diese Düse habe ich vorher auch noch nie gesehen. Und diese Trommel. Kann auch sein, dass da noch weitere sind, aber das sind die vier, die mir jetzt aufgefallen sind. So, bei den neuen Pflanzen gab es ja das Problem, dass nicht alle gelistet waren. Allerdings gibt es auch noch so vorgefertigte Bauwerke von dem neuen DLC, zum Beispiel das hier. Was ich mega schön finde. Und dort sieht man dann auch nochmal einige von den neuen Pflanzen. Zum Beispiel hier diese roten kleinen Büschchen. Die hat man relativ häufig auch in den Videos von dem DLC gesehen. Die hier sind, glaube ich, auch neu, die Pflanzen. Die süßen Schmetterlinge und natürlich dieser wundervolle Baum. Aber die waren alle nicht unter dem DLC gelistet. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass die eventuell für alle Spieler verfügbar sind. Bin ich mir aber nicht sicher. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Kann auch einfach sein, dass die vergessen haben, die Sachen zu listen. Das ist der Würgefeigenbaum. Interessant. Mega cool aus. Da sind diese Ranken auch schon, glaube ich, dran. Nur hier diese Blätter und so wurden daran platziert noch. Und hier oben diese Ranken. Nicht mega cool. Ist richtig schön gemacht. Hier ist auch dieser coole Totem eingearbeitet. Auch beleuchtet und alles. Und die neuen bemoosten Felsen. Sieht richtig toll aus. Hier haben wir nochmal so ein schönes
Bauwerk mit diesem coolen Baumstamm, den wir uns gerade schon angeguckt haben. Also das kann man schon schön kombinieren. Das sieht echt toll aus. Und wenn man so ein kleines Tier hat, könnte man sogar noch hier unten drunter krabbeln. Wir können uns ja allgemein jetzt mal diese ganzen neuen Bauwerke angucken. Die habe ich hier nämlich auch noch platziert. Das sind jetzt die vorgefertigten Bauwerke, die es gibt. Hier haben wir einmal so ein schönes Baumhaus aus Bambus. Denke ich mal, relativ praktisch für das Kapuzineräffchen oder so als Unterstand. Sieht toll aus. Hier seht ihr übrigens auch das, was ich vorhin meinte, dass man diese Sachen gut an die Stellen machen kann, wo sich zwei Bambusstangen zum Beispiel kreuzen. Sieht das so aus, als wenn die wirklich miteinander verbunden sind. Hier wurde das jetzt nicht ganz so sauber umgesetzt. Hätte man, glaube ich, noch ein bisschen schöner machen können. Aber ich glaube, man versteht das Prinzip schon ganz gut. Dann haben wir hier noch einige Bambushäuser. Die gehen wir mal ganz schnell durch. Verschiedenen Formen und Farben. Das sieht auch sehr schön aus. Sehr interessantes Dach hier auch. Mit diesen Spitzen. Finde ich cool. Toll gestaltet. Und hier sogar ein eigenes Geländer gebaut. Schaut mal. Ah, hier sieht man das super, was ich meinte. Hier haben die es auch gut umgesetzt. Hier diese Verbindungsstücke mit den Seilen. Sieht mega aus. Nehmen wir auch nochmal so ein großes Haus. Wieder ein sehr interessantes Dach. Schön dekoriert. Hier oben auch diese Lücke, finde ich cool. Dann haben wir hier wieder einige Ruinteile, die finde ich auch mega schön. Hier kann man ganz gut sehen, wie es dann aussieht, wenn man so eine Ruine fertig gebaut hat. Richtig cool. Freue mich wirklich darauf, wenn wir dann mal selber ein Zoo bauen, was wahrscheinlich schon morgen passieren wird im Livestream. Ja, das ist schon toll. Das sind so tolle Teile. Hier haben wir dann nochmal so einen Tempel. Der ist dann auch mal nicht kaputt. Den kann man nämlich auch mal in Teile bauen, wie ihr seht. Mit einem coolen Lama oben drauf. Hammer. Hier sind noch einige andere Tempelsachen. Hier nochmal so eine Ruine. Also man hat da schon viele Möglichkeiten. Und das DLC kostet übrigens nur 9,99 €. Ich hatte ja in dem Video vorher gesagt, es kostet 10,99 €. Aber es hat nur 10 Euro gekostet. Und ich finde, für diese Bauteile ist es das allein schon wert. Und es kommen ja auch noch die 5 neuen Tiere, die wir uns im nächsten Video noch angucken werden, dazu. Boah, das sieht alles so cool aus. Auch dieser Baum sieht super interessant aus. Auch ein cooles Bambushaus mit so einem Palmdach. Auch sehr schön. Und hier nochmal ein riesiger Tempel. Mit ganz vielen Lamas obendrauf. Ich liebe diesen Tempelstil. Der sieht so schön aus. Hier nochmal so eine kleine Bambushütte. Und hier haben wir dann nochmal die neuen Wege. Das sind auch solche, ja, Bambuswege, würde ich fast sagen. Die hier sehen tatsächlich fast identisch aus. Sind nur ein bisschen von der Maserung anders. Aber so farblich sehen die sehr identisch aus. Und so sehen die Treppen aus. Die sind dann so etwas dunkler. Und die Geländer sind auch sehr cool. Die haben wir auch schon gesehen. Die bestehen so aus Seilen. Auf jeden Fall nicht schlecht. Und hier hinten haben wir nochmal einen ganz besonderen Weg. Nämlich einen goldenen Weg. Seht ihr, wie der glänzt? Hammer, oder? Finde ich mega cool. Und da hat man dann auch als Geländer so eine richtige Tempelmauer. Finde ich auch sehr passend. Das sind die drei neuen Wege und passend dazu gibt es auch nochmal einen neuen Mülleimer, einen neuen Schirm, einen so einen runden Tisch, wo man sich dran setzen kann und eine ganz normale Sitzbank, auch sehr süß, mit dem Ameisenbär. Guck mal die Zunge an. Richtig cool. Finde ich mega nice. Aber ich glaube, Leute, das sollte fast alles gewesen sein, was mit dem neuen DLC an Bauwerken und Bauteilen in das Spiel gekommen ist. Kann gut sein, dass ich was vergessen habe, weil es nicht gelistet war. Ich habe aber versucht, für euch alles rauszusuchen, so weit wie ich konnte. Und ich hoffe, dieses Video hat euch gut informiert. Falls ja, würde ich mich über ein Däumchen freuen. Ansonsten kommt nachher noch ein Video, wo ich euch die 5 neuen Tiere vorstelle. Ich bedanke mich auf jeden Fall vielmals bei euch fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, euer Dandy.